Ist doch kalt in der Firma. Nee, ich muss für euch, Zipfelmützen Johann muss für euch Mützen testen, ne? Weil wir wurden gefragt, wann gibt es denn Wintermützen? Und ich habe gesagt, komm, können wir eigentlich ein paar machen. Und habe mir mal so einen ganzen Karton Muster schicken lassen. Und jetzt muss ich gucken, ob die alle warm halten, ne? Nein, ist Spaß, ich habe es gerade aufgesetzt. Der Obstler Johann hat gerade zugeschlagen. Eins, zwei, drei. Das ist übrigens eine, ist nicht meine. Doch, ist meine. Meine Mütze wohlgemerkt, aber das ist eine Fox-Mütze. Guck, hier, da. Das Schöne an dieser Fox-Mütze ist, man sieht nicht gleich, dass es eine Fox-Mütze ist. Ne? Und das finde ich immer gut, wenn es nicht so rundherum draufsteht. Ne? So wie Junggeselle. Also, ich begrüße euch erstmal ganz herzlich zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf unserem Kanal. Und womit fangen wir an? Ich muss noch mal ganz kurz auf die, ich muss uns mal selbst loben. So, ne? Und so den Jeff Anderson mal wieder ein bisschen schütteln. Ich habe nämlich was gesehen. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir unsere YouTube-Zusammenschnitte mit den Mittagstischen wieder in 30 Minuten am Stück bringen sollen. Ihr erinnert euch, ne? Haben wir ja jetzt auch wieder gemacht. Aber jetzt zeige ich euch mal was. Pass mal auf, Digga. Wir haben mit den drei Mittagstischen, also ein Video durch drei geteilt, drei kurze Clips, haben wir Aufrufe generiert bei YouTube mit Werbung in meine Tasche. 17.200 Aufrufe, ne? Bei den drei Videoclips. Bei dem einen Videoclip, jetzt zuletzt wieder, ne? Also den wir am Stück gelassen haben, sind es 5.600 Aufrufe. Also ihr merkt, wir haben mit den drei Videos in kurzen Clips das Dreifache an Aufrufen generiert, was ja positiv für meinen Nacken ist, wegen Werbeeinnahmen, aber nicht deswegen, weil da kommt ja eh nicht so viel rum, sondern eher für... sondern für die Aufrufsgeschichte bei YouTube ist es halt wichtig, dass dieses Video halt, also unser Kanal mehr Leuten vorgeschlagen wird, etc., so wie bei Google, ist das Ranking besser, ne? Ihr seht, definitiv lieber 30 Minuten, ist für euch angenehm, ihr habt abgestimmt, aber für uns ist es scheiße, ne? So, jetzt ist die große Frage, jeder Geschäftsführer würde sagen, was sollen denn die Angler? Die sollen sich das dreimal in drei Stücken angucken. Hier kommt doch Kohle rum, ey. Warum geht's doch, ey? Was ist los, Junge? So, ihr seht, wir profitieren 0,0 davon, wenn wir das in einem Stück machen, sondern wir würden viel besser leben, wenn wir das in drei Teile aufteilen. Ist so. Ich meine, wir gucken da ja nach, ne? Aber ich hab's hier aufgeschrieben. Da steht's. Ja, kann man nicht lesen, alles auf Kopf, ne? Spiegelverkehrt. 17.200 Aufrufe gegen 5.600. Was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn du mit einem sagen wir mal, Instagram-Foto, ne? Ihr kennt ja, ihr seid ja alle die Like-Meister, so, hier Like hoch bei Instagram. Wenn du mit einem Foto statt 5.000 Likes 17.000 Likes erzielen würdest, welches Bild würdest du löschen? Ja, also muss man ja offen auch drüber reden. Ne? Also nur das nur mal am Rande, also so ist es. So, dann geht's weiter. Genau, was haben wir gemacht? Ich war, also Andreas Heinz und ich waren jetzt am Fluss angeln. Wir haben ein schönes Video zusammengebaut. Also wir haben es bis jetzt nur grob gefilmt alles. Wir waren dreimal angeln, haben dreimal gefilmt und haben sage und schreibe 10 Karpfen gefangen. Meister, auf einer neuen Strecke. Einfach mal so der Real, wie es ist. Das Video ist jetzt demnächst im Schnitt und da könnt ihr euch auch wieder drauf freuen. War schon ganz schön neblig morgens, ne? Also ging ab, richtig wild, hat geregnet. Alles, fünf Teile draus machen. War richtig wild, also da könnt ihr euch drauf freuen. Hat mich mega gefreut, dass das alles so geklappt hat. War nicht so einfach, das zu filmen, weil, ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn du mit so einem echten Oldschooler am Start bist und du hast nachts einen Biss und ich sag an die Kamera in die Hand und halt drauf, dann passieren halt Dinge auf dem Display, die noch nie passieren können eigentlich. Da ist... Wo ist meine Brille? Ich sehe nichts. Janik. Und ich stehe da. Andi macht die Kamera an. Und er so... Ja, es ist so, ne? Also, wenn man da... Das ist immer so die Komplikation, wenn man ein Video dreht mit jemandem oder mit Leuten, die das nicht so im Business drin sind, in den Businessen drin sind, da... Da guckst du nachher auf das Vieh, aufs Footage und sagst, Junge, wo ist eigentlich der Biss? Ja, er hat die GoPro ausgemacht statt an.
Also ihr wisst, was ich meine, es geht immer kreuz und quer. Aber das nur so am Rande, das ist so Daily Hustle, ne, beim Videodreh. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie kompliziert das manchmal ist. Ne? Und wenn man dann auch dann wieder so einen Ausraster kriegt und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein, Mensch. Und der arme Mann, ich hab's doch nicht mit Absicht gemacht. Ja, aber das bringt uns jetzt nicht weiter, das Video ist nicht da. Weil es ja am Fluss auch immer beißt, ne? Nimm deine Tabletten, ja, habe ich heute Morgen schon genommen, weißt du, so ein Becher. Genau, nochmal zurückzukehren, wir haben jetzt schon ein paar, also ich hatte ja am letzten Mittagstisch über dieses Graser-Thema gesprochen, wer hat die perfekte Graser-Montage? Ich habe da auch echt jetzt schon ein paar Mails bekommen mit von Leuten, die sich da angeboten haben, dass sie da wissen, wie es läuft, aber ich muss da was einschränken und zwar, mir geht es ja nicht drum, einen Graser-Experten zu finden, der an seinem See die Graser fängt. Ne? Also ich kenne das ja aus unserem einen Gewässer damals, da wurden auch ein Haufen Graser besetzt. Es war nichts leichter, als Graser zu fangen. Könnt ihr euch ja nochmal das Video auch von Österreich angucken mit dem Josef. Wenn du einen See hast, der frisch mit Grasern besetzt ist oder wo die Dinger halt drin sind, dann beißt es da auf alles, da kannst du die gar nicht ausschränken. Also wenn dann jemand sagt, ich habe 30 Graser gefangen, ich weiß, wie es läuft. Mich würde es halt eher interessieren, wenn das halt auf mehrere Gewässer ausgebaut ist. Also dass es am Fluss funktioniert. An jedem Gewässer, wo Graser drin sind, wenn da halt einer wirklich weiß, wie das mit den Grasern geht, dann ist das authentisch. Also dann kann man das als glaubhafte Darstellung nehmen. Aber wenn jetzt halt am Vereinsee gerade halt ein Haufen Graser drin sind, und einer da die Graser fängt, dann würde das, glaube ich, nicht zielführend sein. Also würde jetzt meine Vermutung sein. Denkt ihr, glaube ich, genauso. So, genau, was hatten wir denn als nächstes Thema? Ah, Grüße gehen raus an den Lutz. Der Lutz hat gefragt, vor einem Tag wohlgemerkt, Moin Jan, wo ist das Video von dir und Romeo von vor 2 Wochen Mittagstisch? Hat euer Cutter Urlaub gemacht? Nein, lieber Lutz, unser Cutter hat keinen Urlaub gemacht. Das Video ist online, du musst nur mal suchen. Ich empfehle, abonniere die Playlist Mittagstisch und Real Talk. Da sind alle Videos drin. Und auch dieses Video vom Romeo. Und von mir. Ne? Also, Cutter hat nicht geschlafen, nicht auf seinen Nacken. So, weiter geht's. Ein bisschen Real Talk vom Fishstone. Also, Fishstone ist der Mensch, der diese Steinmontagen-Dinger baut. Diese Klipse da in allen möglichen Ausführungen, wo man Steine angeln kann. Haben wir ja in unserem letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, No Bananas on the Boat. Da hat ja der Markus Hippel mit diesen Dingern geangelt. Der Fishstone hat jetzt bei uns unter das Video kommentiert. Hammer, vielen Dank Markus für die Vorstellung. Schön, dass du unseren Montagen vertraust und sie gerne benutzt. Und danke Jan für die Veröffentlichung, bitteschön. Ich freue mich sehr, stark Männers, Daumen hoch, Feuer. Genau, damit wollte ich eigentlich nur mal einhaken, dass ich also nichts davon habe, werbetechnisch oder irgendwas, diese Sachen zu zeigen. Und da möchte ich auch immer ganz deutlich darauf hinweisen, dass mir das wirklich, wirklich real am Herzen liegt, keine Videos zu machen, in denen einer sitzt und aussortiert. Ne? Ja, das ist jetzt einer, der macht Werbung für uns. Das ist ein Teamangler, der hat das Produkt, das ist die Firma, die mag ich nicht, ja, will ich nicht. Sondern bei uns werdet ihr immer genau alles sehen, was wir benutzen. Ne? So. Und ich bin da auch immer ganz ehrlich mit. Ne? Also ich sage zum Beispiel, nur mal so Real Talk, ich habe jetzt, kleiner Hinweis, warum ich das getan habe. Wir haben jetzt im Ende Oktober ein Videodreh mit dem Romeo. Applaus, es hat geklappt. Und zwar am Lac du Der, eine Woche. Könnt ihr euch drauf freuen? Also ich werde die ganze Kameraschose mitnehmen. Und also es war so, dem Romeo, sein Kollege, hat abgesagt, mit dem er am Lac du Der eine Woche angelt. Und wir haben den Platz. Er hat mich gefragt, Jan, hast du Bock? Habe ich gesagt, Thumbs up, Digger, Double Like. Ich gebe alles. Mal gucken, wie schön sich's blenkt. Ne? Also ich, auf jeden Fall machen wir da was für euch. Und ich habe in diesem Umzug 2 neue Elektromotoren gekauft. Ne? Weil ich habe einen alten 30 Schlips Minn Kota Motor. Und mit dem Ding will ich einfach mit einem 320er Schlauchboot nicht am Lac du Der aufkreuzen. Könnt ihr euch ja gut vorstellen. Und ich habe auch noch nie einen anderen gekauft. Und jetzt habe ich zwei Torpedo-Motoren gekauft. Und zwar die 3 PS-Variante, ne? Also die C113er oder wie die heißen. Und da habe ich auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich vorher bei der Firma angefragt und habe gesagt, wie sieht's aus? Könnt ihr da irgendwie, also ich würde diese Motoren brauchen und ich kaufe die ganz normal bei euch im Online-Shop. Mir ist es egal, was das jetzt kostet, kaufe ich auf meine Firma, weil wir es für unsere Firma verwenden. Und aber wenn ihr cool seid und Bock habt, mir irgendwo was nachzulassen, weil wir ja dieses Produkt auch immer mal wieder irgendwo zeigen, dann freut uns das. Ne? So, Ende des Ziel-Ding war es, wir sind jetzt einfach Torpedo-Händler,
so sagen, wir haben keine Produkte von denen im Shop. Habe ich denen auch gesagt. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, das zu verkaufen, weil auf diese Beratung und Diskussion mit diesen Produkten habe ich keinen Bock. Aber wir verwenden dieses Produkt, weil es einfach das beste Produkt ist in meinen Augen. Und wir haben es jetzt zu Händlerkonditionen gekauft, aber die Händlermarge ist, Digga, ist so, ne? So ist die Händlermarge. Und von daher ist mir aber egal, ihr werdet dieses Produkt irgendwo sehen, aber ich werde damit nicht um den Christbaum laufen und sagen, ja, hier ist der neue Motor, da musst du genau hinschauen, sondern so machen wir das, ne? Und das finde ich halt real, also ich kriege da nichts für, wenn wir sowas benutzen, sondern das Einzige, was ich kriege, ist halt eine Händlerkondition. So, ich kaufe es auf meine Firma, fertig, aus, Thema erledigt. Also da bin ich immer sehr erpicht drauf, da auch wirklich real zu sein und auch nur Sachen zu machen, die in meinen Augen fair sind und auch also transparent euch gegenüber sind, ohne jetzt irgendeinen Schmuh einzubauen und da hinten so, weißt du, so immer so, hier machen ja einige in dieser Branche, ne? In dieser Branche gibt es ja viele, die haben so eine Liste an Sponsoren, so lang, guck mal, überall, da kannst du gar nicht bis zum Ende lesen, weil da bist du raus. Ne, und die gehen dann überall hin und sagen, hier Meister, ich bin der Obermeister, ich bin der Ober-Ultrameister, ich mach mal hier und mach mal da und mach mal ein bisschen so und so, aber dafür brauche ich alles umsonst und ich bin ja eh der Obermeister. Und das mache ich nicht, habe ich gar keinen Bock drauf, ich kauf's halt, ne, fertig. Wenn mir einer Händler-EK gibt, bin ich freundlich und sag, Digga, sams ab, wenn nicht, mach das nicht, kaufe ich trotzdem, weil ich brauch's. Ich kauf keinen Scheiß, den ich nicht brauche. Das nur mal so am Rande, darauf könnt ihr euch freuen. Das kommt, Video mit dem Romeo. Weiter geht's, dann haben wir mal eine vernünftige Frage. Unten gibt's Glühwein, ich habe keine Zeit, ich muss doch Holz schleppen heute. So, also, Servus Jan, der Fabian hat gefragt. Grüße gehen raus an den Fabian. Servus Jan hätte zwei Fragen für den Mittagstisch. Und zwar erstes, warum ausgerechnet GLM, Green Lip Muscle? Warum wird ausgerechnet das Extrakt der neuseeländischen Grünschalmuschel in Bollies verarbeitet und nicht das einer anderen Muschelart, die zum Beispiel in unseren Gefilden natürlich vorkommt? Was kommt bei uns natürlich vor? Die Teichmuschel ist, glaube ich, geschützt. Dreisena polymorpha kommt vor, also die berüchtigte Dreikantmuschel. Viel Spaß beim Sammeln! Und ja, im Meer gibt es noch die Miesmuschel, ne? Die ist auch sehr bekannt, kennt ihr ja alle. Also, das ist die erste Frage, warum wird GLM benutzt? Kann ich euch ganz einfach und ganz logisch beantworten. Ne? Also, du kannst auch Miesmuschelextrakt kaufen. Das ist schweineteuer. Miesmuschelextrakt liegt beim Einkaufspreis bei ungefähr 100 Euro das Kilo. Ne? Warum ist GLM-Extrakt interessant? GLM-Muschelextrakt, Grünschal-Muschelextrakt aus Neuseeland ist deswegen interessant, weil diese Muschel gezüchtet wird. Die wird extra angebaut für die Pharmaindustrie, um die Mucopolysaccharide da rauszuziehen, die bei Pferden, bei Menschen, überall in Medikamenten verwendet werden, um Knorpelschichten wieder aufzubauen. Also wenn dein Pferd oder du an Arthrose leidest, Pferd, warum? Pferde haben das regelmäßig, jeder, der Pferde hat, kennt sich damit aus. Die haben oft das Problem der Abnutzung zwischen den Gelenken, wo eben die Schicht weggeht, hier zwischen wie so eine Gelatine hast du dazwischen sitzen, die praktisch die Reibung der Knochen aufeinander verhindert. Und wenn du diese Schicht abnutzt, dann kriegst du eine Knochenentzündung und aus dieser Knochenhautentzündung entsteht irgendwann Arthrose. Sind Pferde halt sehr von betroffen und wenn man eben dieses Mucopolysaccharid aus der Grünschalmuschel mit in das Futter mischt, dann kann diese Schutzschicht wieder aufgebaut werden. Also die baut sich dann, die regeneriert sich dann wieder. Und deswegen ist die Grünschalmuschel ein sehr beliebtes Produkt in der pharmazeutischen Industrie. Was heißt, aus 10.000 Tonnen Muschelfleisch, beste Qualität, hoher Proteingehalt, alles super, geile Nahrung, wird nur ein Milligramm von diesem Mucopolysaccharid rausgezogen, was dann arzneimitteltechnisch verarbeitet wird. Und der ganze Rest von diesem Kram, der fliegt einfach wohin? Ins Futtermittel. Ne? Also kann man ja, was soll man damit machen? Ne? Das ist ja vollwertigstes Zeug, wo noch alles da ist. Da ist wirklich alles noch vorhanden, bis auf dieses eine Mucopolysaccharid, wovon der Karpfen oder der Fisch oder der Hund rein gar nichts erstmal hat. Zumindest nicht in dieser Dosierung, wie du es in der Muschel verfüttern könntest. Und deswegen kriegst du diese Grünschalmuschelextrakte relativ günstig. Günstig. Im Vergleich zu 100 bis 150 Euro Miesmuschelextrakt. Ist dieses Grünschalmuschelextrakt immer noch günstig, weil so, keine Ahnung, wir verkaufen es für 45 Euro das Kilo, da verdienen wir natürlich auch noch was dran. Ich glaube, wir verkaufen es mittlerweile gar nicht mehr im Shop, weil wir das eigentlich nur noch zur Eigennutzung benutzen. Aber es kostet immer noch ordentlich Geld, aber ist nicht so teuer wie zum Beispiel Miesmuschelextrakt. Und deswegen auch der
meiner Meinung nach, sinnvolle Einsatz, dieser Einsatz in Futtermitteln, weil es einfach ein Überschussprodukt ist. Ne? Es ist ein Produkt, was extra für den Mensch gezüchtet wird, für seine Gesundheit oder fürs Tier. Und der ganze Rest wird dann nicht einfach verbrannt oder weggeschmissen, sondern halt sinnvoll verwertet. Unter anderem auch in unseren GLM-Bollys. Also in diesem Sinne, Fabian, du weißt Bescheid. Deswegen findest du in Angelfutter oft Grünschallmuschelextrakt. Das ist der Grund. So, zweite Frage. Ach so, das war irgendwas von uns. Zweite Frage, und zwar, auf welchem Grundmix basiert eigentlich der Green Granada Bolli Freshwater? Nein. Green Granada ist eigentlich ein eigener Bolli-Mix, also der basiert auf keinem anderen, sondern das ist ein Mix, den wir komplett zusammenstellen. Ne? Also da ist ein Grundmix, Fischmix drin, aber der Rest sind alles Zutaten, die einzeln für diesen Mix zusammengestellt werden. Ähnelt so ein bisschen dem GLM-Mix von der Grundbasis, aber da sind natürlich noch ganz andere ein paar Sachen mit drin. Nur das am Rande, ihr wisst, ich mache ungern Werbung im Mittagstisch für unsere Produkte. So, abgehakt. Dann geht's weiter. Moin Meister, Grüße gehen zurück an den unaussprechlichen Namen. Sag mal, welche PBs hast du eigentlich und vor allem hast du in Deutschland welche geschnappt oder woanders? Also, erster PB ist mein Sohn. Ja, ganz am Anfang kommt mein Sohn, ist mein erster PB. Der zweite PB ist meine super gute Frau, die mir immer den Rücken frei hält, auch wenn wir uns oft streiten, und die, weil ich zu viel angel. Mein dritter PB ist mein schönes kleines Häuschen und mein Garten, wo ich sehr gerne bin. Und unsere zwei Hühner, die wir da drin rumlaufen haben und die immer frische Eier legen. Mein kleines Hobby nebenbei. Mein vierter PB ist, sind meine Mitarbeiter. Ne? Meine Mitarbeiter sind mein vierter PB, weil ohne meine Mitarbeiter, die wirklich super sind, komme ich nicht weiter. Bin ich alleine und aufgeschmissen. Und danach kommt mein PB, ist meine Firma, auf die ich auch stolz bin, die auch funktioniert, in der wir alle viel Spaß haben. Dann geht es weiter mit dem Mittagstisch und YouTube-Projekt und irgendwann ganz am Ende, diese Liste könnte jetzt relativ lang sein, kommen irgendwelche Fische, die ich werte, weil aus diesem Alter bin ich raus. Ganz ehrlich, also klar, muss ich wirklich sagen, ich kenne ja auch so Big Fish Hunter, die dann sagen, ja, der Brauns, der labert doch nur Scheiße, weißt du, den interessiert, der guckt doch genau, wer welche Fische. Junge, mir ist es wirklich mittlerweile egal, wer was wo fängt, das kann ich auch nicht oft genug betonen, weil meine eigene Angelei sich mit der Rummesserei an Gewichten und Zeilenkarpfenrekord und Inland- oder Auslandsrekord, da ist ja immer so einer, ich sehe das immer auf, sage ich jetzt keinen Namen, so ein slowenischer Fox-Team-Angler, der postet immer 6 Countries over 50, was weiß ich was. Da denke ich mir immer, Junge, ey, man kann es ja auch noch, Rekordhalter, ich bin Rekordhalter im 7 Länder, 20 Pfund, Schuppen verloren, Schwanzflosse gekartet, Kimmendeckel abgerissen, Karpfen. Wohin willst du das treiben, Meister? Du musst doch deine PBs, musst du doch selber definieren, Alter. Und wenn du da, meine PBs sind nicht mehr beim Karpfenangeln, also schon lange nicht mehr. Meine PBs sind im Real Life, ne? So, und wenn ich dann irgendwann mal einen 60er fange oder einen 50er, dann wird das Ding so hochgehalten, so wird ein Video oder auch keins gemacht und danach schwimmt er wieder, wenn ich im Ausland bin und dann ist das Thema PB für mich gegessen. Dann habe ich das vergessen, Alter. Dann erinnern mich andere Leute an meine PBs. Weißt du, was ich meine? Ich gehe dafür nicht mehr angeln. Und André, ja klar, ohne die Frau gäbe es den PB vom Sohn nicht. Also genau, du merkst, es gehört alles irgendwie zusammen. Und vielleicht gehören auch zu meinen PBs im Angelbereich diese ganzen anderen Sachen hinten dran irgendwo. Aber die Prioritäten verschieben sich halt extrem, ne? Und die einzigste Message, die ich ja hier mit immer euch auf den Weg geben will, auch wenn ihr mich dafür hasst und sagt, ich bin ein Depp und da gibt es ja diese Big Fish Hunter, die sind ja alle viel krasser als du. Es ist im Angeln das nicht, was es ausmacht. Und wenn du gerne angeln gehst und du Spaß daran hast, dann geh weiter angeln. Wir haben uns mit Andreas Heinz eine super Zeit am Main gehabt. Auch wenn der Brauns manchmal die Jacke aufgerissen hat, gesagt, das gibt's doch nicht, du kannst doch nicht immer daneben klicken beim Filmen. Haben wir eine mega geile Zeit gehabt, war super. Und das war eine der Zeiten dieses Jahr, wo ich mich auch garantiert oft dran erinnere. Ne? Also macht raus, was das Angeln ausmacht und nicht an irgendwelchen Fischen. Also deswegen gehe ich auf meine Angel-PBs ungern ein. Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif auch nicht mehr alle einteilen. Weiter geht's mit einer Frage vom Stefan. Grüße gehen raus an den Stefan mit PH. Hallo Meister Brauns, top, dass du immer ehrlich bist. Ich versuch's zumindest. Manchmal sage ich auch nicht die Wahrheit, aber nur, wenn ich es nicht merke.
Wenn ich wieder irgendwas vergessen habe. Ah ja, der Fisch hat 34 Kilo gehabt. Dann sagt der Teamangler B, der mich beobachtet, nein, 32 Kilo. Dann sage ich, oh, wusste ich gar nicht mehr. Danke, dass du mich daran erinnerst. Also, Spaß beiseite. Hallo Meister Brauns, top, dass du mir ehrlich bist und sagst, wie es ist mit unserem Hobby. Wie sagt man immer so schön, früher war alles besser. Ich angel über 20 Jahre auf Karpfen und wie es sich entwickelt hat, war es früher wirklich besser. Ja, das wäre immer so die Frage, ne? War es denn früher wirklich besser, ne? Oder ist es nur so ein Empfinden von Leuten, die halt lange dabei sind? Meine Eltern sagen auch, früher war alles besser. Mittlerweile sage ich als 45-jähriger alter Bock, ja, früher war alles besser. Aber warte mal ab, wenn mein Bub 15 ist, dann sagt er, Papa, du bist ein alter Simbel, mit deinen Tatterkreisfingern drückst du dauernd daneben. Und dann sage ich, es kann überhaupt nicht sein, warum müssen die das auch so weiterentwickeln, dass es so kompliziert wird. Ne? Das ist immer so die Frage, um was es geht. Was sich nicht ändert, also wo ich fester Überzeugung bin, was sich, um das nur abzuschließen, nicht ändert, sind die Werte. Ne? Wirkliche, ehrliche Werte im Umgang zwischen Menschen, wie man seine Menschen mit Menschen behandelt, wie man mit seinen Freunden umgeht und wie man halt auch einfach versucht, durchs Leben zu kommen. Und wenn man immer versucht, ehrlich durchs Leben zu kommen, ohne andere dabei in Mitleidenschaft zu ziehen, dann ist man immer auf einem guten Weg und wird auch immer Glück haben im Leben. Ne? Also Glück. Glück ist kein Zufall. Glück kommt zu dem, meine ich, der ehrlich ist und mit allem so umgeht, wie es halt so ist. Ne? Und wenn du halt ehrlich einen Spaß an deinem Hobby angeln hast, ne? Ehrlichen Spaß, und nicht nur Spaß, um dem Nächsten zu beweisen, was du für ein toller Hecht bist und wie groß der Fisch sein muss, sondern wenn du gerne draußen bist, wenn du gerne am Fluss sitzt oder am See und den Morgennebel siehst, ne, jetzt um die Zeit hast du Morgensnebel und die Herbstblätter und die Spinnennetze, die halt einfach jetzt halt schön da mit Wassertropfen besetzt sind, wenn du dich an der Sache erfreuen kannst und dann in den Gedanken und an der Freude an dieser Natur aus deinen Gedanken gerissen wirst und noch ein schöner Karpfen dranhängt. Ne? Ich glaube, wenn du das im Herz hast, dann fährst du vom Angeltrip nach Hause und freust dich schon wieder auf den nächsten Angeltrip, aber du freust dich gar nicht drauf, das jetzt allen zu zeigen und zu posten, weil das dir dann egal wird. Ne? Das wird dir dann einfach egal. Ich finde das halt einfach so. Ne? Und das ist auch das, was ich von vielen anderen Anglern höre, die gerne am Wasser sind. Ne? Und das ist bei Jägern ja genauso. Ne? Ein Jäger, der gerne draußen ist und die Natur beobachtet, der muss nicht immer den Finger krumm machen. Ne? Der sagt, der dir den Finger krumm macht, der ist kein echter Jäger, ne? Sondern der gute Jäger ist der, der den Finger mehr gerade lässt, als das er krumm macht. Ne? Real Talk, dein größter Bockmist, den du gebaut hast mit Konsequenzen. Ah je. Soll ich dir das ganz ehrlich sagen? Mein größter Bockmist, den ich gebaut habe ohne Konsequenzen, mit Konsequenzen, ist der, dass ich meine, habe ich das letzte Mal eingeleitet, dass ich meine ganze Firma und mein ganzes Hab und Gut, alle Maschinen, alle Bauteile, alles, was wir hier haben, alles selber bezahlt habe, ohne Kredite. Ohne Finanzierungen, alles reinvestiert, eigenes Geld reinvestiert. Der größte Bockmist, den ich hier gebaut habe in Deutschland. Weißt du warum? Weil das so nicht funktioniert. Du kannst kein Geschäft führen in Deutschland, ohne alles durchzufinanzieren. Das wollen die nicht. Ne? Das wollen die nicht. Man will, dass du alles mit der Bank finanzierst. Wenn du das nicht tust, kannst du keine Firma aufbauen. Du wirst immer wieder dastehen und leer sein. Tasche leer. Ne? Weil einfach das System so arbeitet, dass das Geld, dass selbst wenn du das alles sparst und nicht ausgibst, dann zack, kassiert es das Finanzamt. Zack, und die Gewerbesteuer und die Vorauszahlung. Und du sagst, ja, ich wollte doch einen neuen Gabelstapler kaufen. Dann sagen die, ja, dann finanzieren sie den doch. Dann sagst du, ja, aber ich will ihn doch nicht finanzieren, weil ich ihn ja kaufen will. Ja, das geht nicht, das dürfen sie nicht, sie müssen den finanzieren. Echt so. Ich habe jetzt gerade hier, weil ja jetzt im Moment der Strom immer teurer wird und so, wir haben jetzt hier auf der Halle, kriegen wir jetzt nochmal eine zweite Photovoltaikanlage. Eine war schon oben drauf, die habe ich ja mit der Halle damals zusammengekauft. Die ist aber nur mit Einspeisevergütung am Laufen. Und die neue, falls das hier Real Talk jemanden interessiert, die neue wird rein zur Eigennutzung sein. Also der Strom wird komplett von uns verbraucht. Passt super, im Sommer hohe Einstrahlung. Wir produzieren im Sommer unsere ganzen Produkte. Also da laufen die Maschinen, da brauchen wir den Strom. Ja, Meister. Eigentlich hätte ich das da hingeschnickt so und hätte gesagt, Digga, hier, 30.000, was geht ab? Bezahle ich doch jetzt einfach. Läuft ja gut bei mir im Laden. Nee, mache ich nicht. Wird finanziert. Schluss damit. Wir machen es jetzt genauso wie alle anderen. Wir leben nur noch auf Krediten und Finanzierungen, und weil es der Staat so will. Und das hört sich jetzt für euch blöd an, aber
Mit diesen Geschichten kannst du dich rumreißen, wenn du eine Firma hast. Ne? Wenn du so eine Garage bist und Boilies unter der Hand verkaufst, wirst du damit gar nichts zu tun haben. Aber wenn du irgendwann mal in die Gewinnspanne kommst, dass da halt ein paar Leute arbeiten und da halt auch Geld umgesetzt wird, dann ist das Geld nicht dir. Vergiss es. Nein, das gehört nicht dir. Das Geld muss wieder raus. Und das, wenn du es alles auf einmal ausgibst, dann kannst du deine Vorlaufkosten nicht bezahlen. Also deine Gewerbesteuern und deine Vorauszahlungen. Also finanzier, das Geld muss da bleiben. Es muss da bleiben, du musst liquide sein. Sagt dir doch jeder, der eine Firma hat. Kennt ihr alle. In Deutschland geht nur mit Schulden, weil du, jetzt finanziere ich diese, das ist doch irre, ne, Digga, das ist doch echt irre. Jetzt finanziere ich diese scheiß Photovoltaikanlage und sie kostet mich nichts. Weil alles sich so gegenrechnet, dass die Gewerbesteuer weniger wird, die Last hier, die Last da, die Abschreibung und alles dazu und die Zinsen schreiben wir auch ab, 0,83%, Junge. Oder 0,73% Zinsen auf 10 Jahre. Meister, die schreiben wir als Betriebsausgabe ab. Digga, nicht mein Geld, ist es weg. Diese Anlage kostet mich nichts. Ich kriege den Strom umsonst zukünftig. Ich muss zwar 19% Umsatzsteuer bezahlen, weil ich ja Erzeuger bin, aber mich kostet zukünftig der Strom nichts mehr. Im Jahr bei uns 7.000, 8.000 Euro Stromrechnung, zukünftig kostet mich das nicht mehr. Also, ich verdiene jetzt noch mehr Geld, obwohl ich Schulden gemacht habe. Ne? Ich verdiene mit etwas Geld, ohne Geld auszugeben. Das ist Deutschland. Wir machen mehr Geld aus Geld. Noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und irgendwann haben wir alle so viel Geld, dass die ganze Erde so hoch mit Geld belegt ist. Ne? Und dann müssen wir das alles wieder anzünden, dass es mal wieder weg ist. Bescheuert, oder? Ja, ich werde ja belohnt, wenn ich jetzt Schulden mache. Ne? Je mehr Schulden, je mehr ich finanziere, umso reicher werde ich auf dem Papier. Ist so. Ne? Wohlgemerkt immer nur, wenn du dementsprechend auch Umsatz machst, also einen Gewinn hast. Ne? Also eine Firma, die keinen Gewinn hat und auch keine Umsätze hat, die wird das nicht können. Aber wenn du Gewinne machst und Umsätze fährst, dann kannst du sowas machen. Dann will man das. Da, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Da, wo ein Karpfen frisst, fressen auch mehrere Karpfen. Ja, Olli Reinhardt, du als alter Banker, ne? Du sitzt jetzt da und sagst, Franz, habe ich dir doch immer schon gesagt. Ja, sagt mein Bank, hier meine Bank auch. Die lachen, sagen, ja, was, Herr Brauns, wie viel brauchen Sie denn? Komm, pack aus, hier, was, ein 30er? Machen Sie doch ein 40er? Ja, wollen Sie nicht noch was? Ja, hier, die Kohle muss weg. Wir haben zu viel bei der Bank. Und denken Sie an Ihr Konto, nicht mehr als 100 darf drauf sein, sonst gibt's gleich Post. Das schreit nach einem zweiten Lambo. Nee, geht nicht, Junge. Weil, weißt du, so ein Lambo kriege ich nicht auf die Firma angemeldet. Ne? Wenn ich meinem Steuerberater sage, ich will ein Lambo auf die Firma anmelden, außer ich mache jetzt Videos damit. Ich fahre mit euch im Video mit dem Lambo zum Angeln und so, der Lambo wird in die Videos eingebaut, dann kann ich ihn abschreiben. Hä? Wäre das was? Schreibt drunter, habt ihr Bock, der Brauns fährt jetzt Lambo mit uns zum Angeln und zum Füttern und baut den Lambo überall ein, dann hole ich mir einen, auf euer Nacken. Und dann schreiben wir den über die Firma ab. Spaß beiseite, man muss ja ein bisschen spinnen, oder? Quatschen wir natürlich nicht, ey. Ich glaube, das waren so. Ja, jetzt seht ihr aber echt mal, ich meine, das ist ja mal ganz spannend. Jetzt ist es nach 12, jetzt ist es mal ganz spannend, was abseits der Angelszene, wie es eigentlich funktioniert in unserem Land. Ne? Und jetzt wisst ihr auch, warum so viele YouTuber, also die außerhalb der Angelbranche sind, zum Beispiel im Automotorsport, also die da halt ihre Autos immer in den Videos vorstellen, ihre Lambos oder ihre Ferraris oder irgendwas, dass die Dinge natürlich Betriebsausgaben sind. Ne? Das sind keine Autos, die sich privat kaufen. Die YouTuber, also die Zuschauer denken immer, oh, der hat da so einen dicken Karren, ey, oh. Nein, das haben die nur, um das Video zu machen. Und das Finanzamt akzeptiert das beim richtigen Umgang und dann wird die Karre abgeschrieben, ne? Als Mittel zum Zweck, die YouTube-Videos zu machen. So läuft's. Ne? So wie ich mir jetzt meine zwei Torpedo-Motoren, denkt jetzt jeder von euch, boah, der Brauns ist ein fetter Gönnjamin, der hat gleich zwei von diesen 2.000-Euro-Motoren. Boah, dem läuft, die gehören ja nicht mir, die gehören meiner Firma, senken meine Steuern, wir benutzen die für die Videos. Ciao, Digga, was läuft? Ne? Ich hab's jetzt schon wieder so bezahlt, ich hätte es mal besser finanziert. Nur das zum Schluss. Also, meine Freunde, zwar Teil 2 vom Banana-Trip kommt jetzt auch in Kürze online und dann geht's weiter mit noch ein paar schönen weiteren Videos. Wir haben ein bisschen was gefilmt. Ich muss jetzt weg, bin erst am Freitag wieder zurück. Ich muss Brennholz schleppen. Mein Vater ist 78 und ja, keiner da. Jetzt muss ich helfen, da Holz in den Keller schleifen. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Bleibt sauber, geht schön angeln. Ich kann leider nicht, ich gehe erst am Wochenende oder nächste Woche nochmal ein bisschen raus. Und es läuft, also Fische beißen. Ne? Also habe ich jetzt am Fluss gemerkt, echt gut, hat echt gut funktioniert. Jede Nacht 3 bis 4 Läufe. Genau, in diesem Sinne,
hab euch lieb und verzeiht mir, dass ich auch manchmal abseits von irgendwelchen Angelthemen rumhausiere. Bis dann, ciao.